In Elstal vor den Toren Berlins teilen sich die Theologische Hochschule Elstal, das Gemeindejugendwerk EBM International und die Bundesgeschäftsstelle des BEFD einen Campus. An der Hochschule werden die Hauptamtlichen von morgen ausgebildet. Selbstverständlich hat auch hier Covid-19 das Miteinander stark verändert. Der Unterricht findet zurzeit rein digital statt. 64 Studierende verfolgen ihre Vorlesungen und Seminare also online. Die Gemeinschaft fehlt mir hier schon ein bisschen. Und ich freue mich auch schon mega drauf, wenn wir uns wieder einfach so mal treffen können. Aber das Coole an Elstal ist ja, dass Gemeinschaft und Austausch immer noch möglich sind. Also sei es jetzt digital über Zoom zumindest ein bisschen. Oder halt auch durch Spaziergänge, das ist jetzt so unsere neue Freizeitbeschäftigung. Wichtiger Bestandteil sind zum Beispiel auch die gemeinsamen Andachten jeden Mittwoch, wo Studierende, Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims und Hauptamtliche aus der Bundesgeschäftsstelle gemeinsam einen kleinen Gottesdienst feiern. Diese Andachten können zurzeit ebenfalls nur digital stattfinden. Auch wenn es nur ein Ersatz für tatsächliche Begegnungen und präsentische Veranstaltungen ist, sind die Online-Angebote für die Ausbildung und das Miteinander sehr wertvoll. Das Studium verliert über Video und Internet nicht seinen besonderen Charakter. An der Theologischen Hochschule Elstal habe ich Menschen mit ganz unterschiedlicher Spiritualität kennengelernt. Und genau das liebe ich an Elstal, so viele Menschen kennenzulernen, die mit Gott unterwegs sind und es aber so ganz unterschiedlich ausleben. Und wir treten dann in einen Dialog mit unseren Dozenten, aber auch unter uns Studierenden. Und ich glaube, das ist das, was uns auch in der Gemeindearbeit wirklich hilft. Weil dort treten wir in Dialog mit Menschen, mit ihren Glaubensvorstellungen, mit dem, was sie mit Gott erlebt haben und lassen uns gegenseitig inspirieren. Das Studium in Elstal ist praxisorientiert und auf die Gemeindearbeit bezogen. Es soll die Studierenden in ihrem persönlichen Glauben festigen und sie auf ihren Dienst in der Gemeinde vorbereiten. Schon vor meinem Studium habe ich lange auf meinen Aha-Moment gewartet, bis mich dann jemand gefragt hat, wofür ich brenne. Jesus. In dem Moment wurde mir klar, dass das Studium lange für mich eine große, gefährliche, unbekannte Sache war. Das hat sich glücklicherweise sehr schnell hier als falsch herausgestellt. Ich habe gemerkt, dass mein ganzes Leben lang, schon seit meiner Kindheit tatsächlich, alles auf diesen Weg hier gezeigt hat. Deswegen finde ich es jetzt umso spannender, mehr über die Bibel und mehr über meinen eigenen Glauben zu lernen. Die Dozierenden interessieren sich wirklich für uns als Person, als ganze Person. Sie interessieren sich für unsere Probleme, unsere Entwicklungsprozesse und wollen unsere Fragen helfen zu beantworten. Und ich merke, dass durch Menschen Gott zu mir spricht. Und genau so eine Person möchte ich später in meinem Pastorinnen-Dasein auch einmal sein. Eine Person, durch die Gott spricht, durch die andere Menschen sehen können, wie Begeisterung für Jesus auch aussehen kann. Wie alle anderen Arbeitsbereiche des Bundes sind wir als Theologische Hochschule auf Spenden und Kollekten angewiesen. Wir wollen junge Menschen wie Anja, Anna und Karl gut theologisch ausbilden, dass sie dann einen guten Dienst tun können an den Menschen und in den Gemeinden. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender, die uns in dieser Arbeit unterstützen.